Ach, der andere wurde nicht mitgenommen, so ein Scheiß. Ja, so ein Pech. So ein Pech, so ein Scheiß. So, wo sind wir? Genau, und ich wollte jetzt erstmal hier unten hingucken. Genau so sieht das aus. Den ignorieren wir mal gekonnt. Jetzt da wir ja auch... Kommen wir hier rüber? Achso, ja, ganz normal, Standard. Einmal speichern, falls wieder irgendwas mit dem... Ich mache auch nochmal schnell speichern. So, dann muss ich mir mal angewöhnen, dass ich das irgendwie mal schneller speichere. Uff, da hinten ist eine Karawane. Okay, zu der Karawane. Da oben sind Ziegen. Das ist bestimmt wieder ein Aktionsding mit irgendwelchen Tieren. Muss ich immer auf die Hügel gucken, weil sich da Tiere verstecken? Das ist ja super. Wie du alte Kuh. Und du alter Fuchs. Fuchs. Ja, super Fuchs. Ach, schon wieder nicht beide gleichzeitig. Machen wir die jetzt hier wieder fertig. Fertig machen, denn. Schön leveln. Und wir machen ja auch schon eigentlich ganz gut Damage, muss ich sagen. Ich kann mich auch umziehen ohne ein Geräusch. Wollte ich gar nicht zusammen machen. Jetzt haben wir es. So. Ach, da ist noch einer. Was will der denn? Hat er kein Zuhause? Hat er keine Hobby? Yay, alle Level up wieder. Zumindest einige. Zumindest ich. Ich bin ja am wichtigsten. Oh, ein gelber Strich. Ich glaube, das heißt, dass wir da noch nicht hin können. Ich glaube, ein gelber Strich will uns sagen, wir sind hier falsch. Und das ist das hier noch nicht. Hier hinten irgendwas? Irgendein Aktionspunkt? Irgendwelche komischen Tiere wieder auf den Hügel? Nix? Wow. Ich war im Leben noch nie so enttäuscht wie jetzt. Oh, kann doch da lang. Okay, wo komme ich hin? Okay, will ich hier lang? Nein? Ich denke nicht. Da werde ich nicht lang gehen. Nein? Was ist das denn da? Warum ist denn da wieder... Wie heißt der? Leomon. Oder was weiß ich, wie der heißt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ach, komm schon. Ach, ihr seid scheiße. Wisst ihr das? Wollte ich sie wieder schön zusammenfügen, gefährlichen Treffer. So, jetzt will ich da hinten zu den Ziegen, die da oben auf dem Berg stehen. Boah, das hat sich gelohnt. Eigentlich lohnt sich das überhaupt nicht, man wird dadurch nicht schneller. Schade. Ja, machen wir erstmal den hier. Die sind so einfach. Die sind so furchtbar einfach hier, diese kleinen Dinger. Wie lohnt sich denn da? So, der nächste ist tot. Machen wir hier hinten das die alte Wildsau tot. Gibt's heute ein bisschen Wildschwein. Können wir die Ziegen essen? Isst man Ziege? Isst man Ziege? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Gibt es Ziegen essen? Ich weiß, Ziegenkäse? Was, deine komischen Pendels? Ich könnte mich höchstens selbst hypnotisieren, ja. Da wollen wir noch nicht hin. Ich habe das Gefühl, dass wir da auch noch nicht weiterkommen, dass sie einen vielleicht so jetzt den Weg versperren. Damit wir ganz in Ruhe hier unsere Ziegen angucken können. Angucken ist auch schön. So. Die sind wirklich einfach hier, also diese komischen Kobolde. Machen wir überhaupt Damage? Also, na gut, auf Rose machen wir ein bisschen. Also. Nein, wir werden keine Atempause machen. Wir werden uns jetzt Ziegen angucken, die da oben nämlich rumstehen. Prüfen. Ziege der Felshänge und Steppe. Das. Ne?
fluff a goat, you might say. This is a goat? They don't look anything like the ones in Elysia. Don't they eat paper? Knock it off. You shouldn't give them man-made items. I'm sorry. You're quite right. You're very kind when it comes to animals. It's more that you folks are too rough with them. We'll leave it at that. So, Dezzel, would these be cliff-dwelling goats? Yeah. They usually live their lives on the cliffs and go down to the grasslands only to eat. They even sleep on the cliffs. On the cliffs? That's gotta be brutal. Sounds quite uncomfortable indeed. From our point of view, maybe. But to them, it might be the best thing in the world. It's true that they probably have fewer predators to worry about that way. What strangers feel as happiness is beyond our ken. Is that the sort of thing you're getting at? Pretty much. Are you talking from experience? Interpret as you may. Oh, dieser Dezzel, der ist schon einer, ne? Der ist schon richtig schnafte, knaftiger, netter, kleiner, tierknutschender, freundlicher Mann. 2250 Geld. So, aber ich weiß immer noch nicht, was das hier für Türme sind. Das macht mich ein bisschen klirre. Klirre. Alles klar. Dann gucken wir jetzt mal hier hin und wenn da nichts ist, dann bleibt uns... Waren wir hier schon? Ich weiß ich gerade nicht so genau, ob wir da schon waren. An diesen... In dieser Ausbeulung, nenne ich das mal. So, was wollen die denn? Hey, es geht ein Abend hier. Hauptmann der Grenzpatrouille. Uns wurde berichtet, dass sich in der Nähe ein brutales Verbrechen versteckt. Dieser Bereich ist für die Öffentlichkeit gesperrt, bis die Suche abgeschlossen ist. Also willst du mir sagen, ich kann da jetzt nicht lang oder was? Oh, die Pferde da hinten sind ja hübsch. Okay, es gibt jetzt nur noch einen einzigen Weg, wo wir noch nicht waren. Dann gehen wir da mal hin. Und ich glaube, in dieser Ausbeulung hier waren wir schon. Was denn dieser schon? Ach Mann, so viel zu sehen und so viel Zeit. Gut. Ist da drüben was? Da kennt man nichts, lohnt sich da nicht hinzugehen. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir unseren Hauptweg weiter. Ja, ja, komischer Vogel. Oh, da ist noch ein Pflänzchen. Wobei ich diese Pflänzchen ja bis jetzt nicht ein einziges Mal gebraucht habe, soweit ich weiß. Das ist ja auch schön. Da ist das Riesenvieh. Das lassen wir mal riesig sein. Ich könnte jetzt ja natürlich versuchen, noch eine Arena zu schaffen, um zu gucken, was ich dafür... Naja, extra starke Sachen bekommen, ne? Wobei jetzt... Ah, Mann, was soll ich denn jetzt? Arena? Na, ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich komme später wieder. Ich will jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. Wenn das Wetter doch nur schöner wäre, dann wäre das so eine schöne Ebene. Und so schön breit und so schön weitläufig. Und man kann auch so schön weit gucken, ich meine... Wenn wir das alles ablaufen sollen, ja, dann Halleluja, Alter. Warte. Da oben ist so ein kleiner Nippel, da muss ich mal hin. Ah, der kleine Nippel ist nur ein kleiner Nippel. Auch nichts auf den Felsen drauf, wo man wieder irgendwelche Tiere, Käfer, Eichhörnchen, Hasen, Ziegen, wir haben hier schon ganz im Zoo gefunden. Ich will Elefanten finden. Oh, Elefanten. So, einmal schnell speichern. Natürlich müssen wir hier speichern. Und dann gucken wir weiter, wo wir jetzt landen. Perlhafenweide. Ja. Man sieht, das Wetter ist nicht gerade sehr viel besser geworden. Gut, hier brauchen wir jetzt nicht speichern. Das ist ziemlich unnötig. Den schnappen wir uns nur. Was ist das? Achso, das da hinten sind bestimmt die Hafenmauern von... Da, wo wir hin sollen. Was ist da denn hier? Schweine? Ein Bauerschwein. Ein Schweinebauer. It's an orc farmer. This Hellion used to be. I can guess and I'd rather not know anyways. Thanks. Also, Entschuldigung, so sehen auch keine Orks aus. Das sind Schweine. Orks sind keine Schweine. Hat er sich da gerade geheilt, die alte Sau da hinten links? Also den wir jetzt zusammen prügeln. Ah, oh, da hinten wieder hin. Oh Gott, den Hügel aufrennen. Ich bin noch so langsam. Wobei, ich mache ja jetzt schon große Schritte. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ich hätte gern mal neue Messer für sie, muss ich sagen. Dass sie mal wieder richtig reinzimmert. Gut, wie sieht das denn hier? Oh Gott, ist das wieder riesig. Hier unten haben wir eine Stadt. Da haben wir eine Höhle, da haben wir eine Höhle. Okay. Wir könnten jetzt natürlich erstmal zur Stadt gehen. Da links. Eine ziemlich große Stadt, oder? Wir gucken uns erstmal hier auf den Feldern um und gucken, was wir verwüsten können. Ich gucke mich erstmal auf den Feldern um, wie man schon sieht. Jetzt dürfen wir hier durchs Kornfeld laufen. Wenn man hier singen muss, ist alles gut. Irgendwie Bett im Kornfeld oder sowas. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr katastrophal. Das würde, glaube ich, niemand sehen und vor allem auch niemand hören. So, how's Saray doing? He's yet inexperienced, but he's got potential. You're quite critical of him. He just doesn't respond to my jokes like you do. Didn't you mean his shepherd aptitude? Oh, diese Layla ist so eine richtige verpeilte Alte. Gut. Was ist denn das hier? Oh, ein Piepmatz. Oh, hat er mich von hinten angegriffen, der Schlingel? Ah, intelligenter als ich, verdammt. Schon wieder. Dann ist er nicht mal mehr gestorben. So. Nein, es gibt keine Atempause. Oh Gott, Alter, als ob ich hier ein Senioren spiele, ganz ehrlich. Oh, noch eine Kiste da vorne. Die. Was ist denn hier los? Oh, einer, der uns mal voll getötet hat. Stimmt. Ich möchte die Stinky-Attacke sehen. Ich möchte Stinky machen. Also Stinky sein, also Stinky. Ich stehe voll drin. Lass das. Die furzen mich an. Ja, da bin ich betäubt. Okay, ich bin länger betäubt. Ja, genau, alle machen hier ihre Spezialfähigkeiten. Ich mache nur das. Ich kann nur angreifen. Laufen. Tot. Scharfe Nadel. Das klingt vielleicht ganz interessant für unsere Kleine. Verbesserte Kampf. Ich habe verbesserte Kampfregeln bekommen. Wann das denn? Hiebstoß. Halte nach zwei Kombos R gedrückt, um ein Essen. Klar, warum nicht? So. Was wollte ich? Ach ja, genau. Scharfe Nadel. Macht sie stärker, macht sie wesentlich mehr Fokus. Das ist gut. Kann ich die zweimal ausrüsten? Nee. Schade. Brauche ich wenn zwei davon. Was die denn ja auch nochmal... Ja, zwei davon wäre, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Aber erstmal finden. Vielleicht ist da hinten in der Truhe ja irgendwas noch für sie. Damit sie mal ihre Anfänger durch wieder... Ja, quatsch mich da hinten nicht voll. Eine was? Die Ohren eines furchtlosen Hundes. Sehr weich, sehr flauschig. Shia-Bar-Ohren. So, der Stinker da hinten. Ups. Entschuldigung, falsche Taste. Ich wollte R drücken, aber irgendwie habe ich zu fette Finger mal wieder. So, noch ein Stimmt hier. Na gut, das macht sie jetzt gut Platz. Fluoridstiefel und Ohrringe. Und Ausrüstung und was nicht alles. So, ich wollte mir diese komischen Öhrchen mal angucken. Rose, ich weiß nicht. Weiße Hasenohren. Shiabo-Ohren. Aha. Sie sehen auf jeden Fall sehr flauschig aus. Das stimmt. Da gebe ich recht. Das würde, glaube ich, ganz cool hierzu passen, oder?
Ja, komm, die sieht doch jetzt echt schnafter aus. Meine Güte, da. Die ist von Schönheit nicht mehr zu übertreffen hier. Ist das... Was ist das da hinten? Das sieht aus wie ein Schrein. Ich versuche mal, den alten Habicht auszuweichen. Ist das ein Schrein da vorne? Oder müssen wir jetzt einfach schreien? Entschuldigung. Das ist schon wieder eine Höhle. Oh, so viele Höhlen hier, ey. Eintreten. Mal gucken, was das ist. Gafferis Ruin. Hallo? Irgendjemand hier? Geöffnete Särge bzw. Sarkophag. Okay, hier geht's runter. Was passiert jetzt? Ich hoffe nicht wieder. Gar nichts. Ein Baum. Den tun wir jetzt verhauen. Level 26. Ich weiß gar nicht, welches Level wir sind, ehrlich gesagt. Widerstand gegen... Fuck. Ach komm, schon wieder dieser Scheiß. Ach, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja hier schon echt unglücklich. Ja, da sind wir wieder. Ja, das ist scheinbar hier gerade so ein Bug. Oder so, so Tales of Cestiria hat erst vor kurzem ein Update bekommen. Ich glaube gestern oder vorgestern. Und seitdem muss ich sagen, naja, funktioniert das nicht mehr so ganz, habe ich das Gefühl. Oh, ein Skelett mit lila Händen. Seitdem funktioniert das nicht mehr, wenn man zu viele Tasten auf einmal drückt, da kommt da nicht mit klar. Also das ist wirklich nicht schön. Schade. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht allzu oft, weil sonst müssen wir echt viel speichern. Muss ich mal sagen. Ich habe jetzt ja auch keine Lust, jetzt wirklich alle 5 Minuten zu speichern. Nur weil ich Angst habe, dass wir wieder ein Menü festhängen. Weil wir nicht rauskommen mit den üblichen Tasten. Das kennen wir schon. Guck mal, der schämt sich. Die Super Nanny hat ihn in die Ecke geschubst. Oh, oh, komm, geh wieder in deine stille Ecke. Oh. Entschuldigung, aber die sehen. Okay, das ging jetzt aber verdammt schnell. Sonnenschirm. Ah, aber es regnet draußen. Wir brauchen gar keinen Sonnenschirm. Aber wir gucken uns den natürlich trotzdem mal an. Sonnenschirm. Hui, der ist ja sogar besser. Zumindest in Angriff. Das SA geht ein bisschen runter. Also wenn... Der müsste ja eigentlich viel besser sein, weil... Nee, geht gar nicht verloren. Okay, nee, mein Fehler. Entschuldigung, mein Fehler. Oh, Nase kribbelt. Verdammt gerade.